Die Innovation Challenge ist das Kickoff-Event für einen Caritas-weiten Innovationsprozess, die Carité 2019. Bei der Carité erarbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit Freiwilligen und externen Expertinnen und Experten Ideen zu zukünftigen Angeboten der Caritas. Das können zum Beispiel neue Beratungsleistungen, innovative Wohnformen, Social-Business-Lösungen oder neuartige digitale Angebote sein. Wichtig ist, dass die Idee sich direkt an eine Zielgruppe richtet und für diese eine wesentliche Verbesserung bringt. Also ich bin sehr positiv beeindruckt, dass so viele Menschen zusammengekommen sind. Ich glaube über 120 Leute, die Hälfte wirklich externe, die Hälfte Caritas-Mitarbeiter. Ich leite den Social Impact Award in Österreich. Ich bin im Projektmanagement von dem neuen Standort Vinzenzgasse. Ich bin der Gründer von Impact Go. Ich leite das Haus St. Barbara, der Caritas Wien. Ich arbeite im Social Business, Good Mobile. Ich arbeite bei einem großen Konzern. Ich arbeite bei der Firma Microsoft. In der Caritas Pflege. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf. Ich leite die IT. Ich bin selbstständig. Ausgebildeter Jurist. Die Vision Journey machen wir, damit wir auf die richtigen Fokusthemen schauen. Das heißt, was sind die wichtigsten Themen, sozialen Herausforderungen? Und zum einen gibt es da Inputs, kann man sich anschauen und durchgehen, inspirieren lassen, was interessiert einem selbst. Und zum anderen gibt es auch offene Stationen, wo es eher darum geht, wofür brenne ich selber? Was ist so meine Leidenschaft? Wo zieht es mich hin? Ich bin total überrascht, wie viel Interesse da ist, wie viel Energie da ist, wie viele Ideen und Fragen gekommen sind schon. Das Ideenlabor. Es handelt sich um ein Format zur Entwicklung von Innovationsideen. Bei uns am Tisch sind sieben Leute, die alle unterschiedliche Backgrounds haben. Ein AI-Mensch sitzt dann an meinem Tisch, genauso wie eine Caritas-Pflegeleiterin, genauso wie jemand aus der Stadt Wien. Und es ist extrem spannend, was da rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass hier sehr mutige Menschen da sind, total durch alle Altersschichten und Berufe. Am Ende der Innovation Challenge haben sich 33 Ideenteams zu konkreten Ideen gefunden. Einige haben ihre Ideen bereits fertig, die anderen und alle anderen Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt noch bis 15. März Zeit, ihre Idee einzureichen. Die meisten großen Sozialorganisationen trauen sich das nicht und machen das nicht unbedingt. Nein, ich glaube, die Caritas traut sich.